Hallo Leute, ja, ganz viele Informationen von Tante Mimi und die müssen wir alle umsetzen. Und das Erste, was wir umsetzen, bevor ich es wieder vergesse, sind die Sweet Pots hier. Und die sollten in diesem Feld hier gemacht werden. Oder Sweet Pots? Oder waren es Dimple Cups? Oh, Leute, das geht hier wieder gar nicht, ne? Schaut mal gerade das Logo und gehen wir auf ein Großbild und dann habe ich das vielleicht schon rausgefunden. Sweet Pots war richtig. Gut. Aber nicht Plump Helmets für den Rum und sowas machen? Na, dann machen wir Sweet Pots. Wenn Tante Mimi schreibt, dass Sweet Pops richtig sind, dann sind die richtig, oder? Gut. Ist das jetzt hier der ganze Bereich dann? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir das für alle Jahreszeiten machen. Gucken wir nochmal. Plump Helmets. Wieso habe ich Plump Helmets? Plump Helmets war doch richtig, oder? Ich muss noch mal schnell nachgucken. Und Sweet Pots anklicken statt Dimple Cups. Aber Plump Helmets war noch für den Alkohol, oder? Ich weiß es nicht. Ah, er ist jetzt erstmal so gemacht und passt erstmal. Gut, da ist ja auch was los. Ich glaube, das gilt jetzt für das ganze Farmplot hier. Gut, das haben wir schon mal erledigt. So, dann hatte Tante Mimi mir auch geschrieben, dass hier die Betten natürlich eine gewisse Qualität haben. Da sollte man auch treffen. Well crafted, ne? Ist das hier zum Beispiel. Und finally crafted ist das. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Abstufungen sind. Finally, halt, das hört sich so, als ob es Beste ist. Well crafted ist nicht schlecht. Vielleicht haben wir ja auch noch eins, was nicht so gut ist. Exceptional chestnut bed. Ja, und hier habe ich jetzt was Falsches angeklickt. Ich glaube schon. Nee, das ist ein Alpaka Wool Ride Glove. Wieso? Ich habe doch hier dieses Bett angeklickt, oder? Oder liegen da zwei Sachen übereinander? Alter, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Furniture Stockpile. Okay, dann nehmen wir halt das Bett. Exceptional. Gut, okay. Und hier oben haben wir wahrscheinlich nicht die besten ausgewählt, wie das dann immer so ist, ne? Kann man das hier irgendwo jetzt gerade sehen? Natürlich nicht. Aber das jetzt, was Tante Mimi geschrieben hatte, war, ich soll dann hier auf Furniture gehen, dann auf Bed und dann machen wir Keep Building von mir aus. Dann das. Nee. Use Closest Material. Und dann kann ich hier das Bed zum Beispiel da einstellen und dann kann ich hier den aufklappen. Den Pfeil, den gelben Pfeil aufklappen. Und dann hat er das jetzt ausgewählt. Select Material After Placement. Ja, das ist das, was wir gerade von gesprochen haben. Und das sind die Entfernung der Betten. Ja. Der gelbe Pfeil. Welcher ist es? Keine Ahnung. Ich habe jetzt gedacht, der. Hier gibt es 10 Chestnut Beds. Wenn ich das anklicke, dann ist das schon ausgewählt. Aber ich weiß nicht, wo ich die Qualität auswählen kann. Ach so, hier ist Bed. Use closest material. Ja, irgendwie ist das jetzt aber nicht so, ne? Select Material for the Bed. Da kann ich das Material auswählen. Aber ich kann nicht die Qualität auswählen. Und sonst sehe ich hier auch keinen gelben Pfeil, Tante Mimi. Da? Nee. Construction Energy, Rating von Construction, Suspend Construction, Cancel Construction. Da unterbreche ich es nur. Nein, ich sehe jetzt nicht, wo ich das auswählen könnte.
Finish Placing Structures, Hotkey B. Hotkey F. Use options in this category to place furniture that has already been constructed in a workshop. Ja, und dann bin ich hier. Da kann ich das auswählen. Ich könnte auch das auswählen, aber ich will ja Workshops haben. Und dann habe ich hier nur die Beds zum Auswählen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich das Material noch auswählen kann. Oder er soll das nächste nehmen. Dann kann ich sagen, mach es mehrfach. Wenn ich das mache, ist alles gut. Und dann habe ich das Bett schon hier am Cursor. Ja, und dann... weiß ich nicht weiter. Tja. Ah ja, Tante Mimi hatte dann hier noch geschrieben, wenn da was Rotes ist, dann sagt er dir auch, dass er es nicht bauen konnte, zum Beispiel, weil er kein Holz hatte. Das war, glaube ich, bei dem Armor Rack war das so, ne? Das war, glaube ich, hier drin. Ne? Ja, Add New Task war das, glaube ich. Jetzt, da ist der Armor Stand, nicht Rack. Make wooden Armor Rack. Und jetzt lassen wir mal gerade kurz einmal laufen. Und wo ist jetzt dies? Also, das ist da mit drin. Needs Locks steht da jetzt drin in der obersten Zeile. Kann ich euch jetzt hier nicht zeigen, weil, ne? Aber ihr lest es schon. Also, dem fehlen jetzt die Bäume. Das heißt... sag ihm doch mal, er soll einen Baum fällen, oder? Mach die mal weg. Sind nur zwei, aber... ja, komm, mach mal die hier auch noch weg. Dann sind es vier. Gut, also das mit den Betten. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Hier ist jetzt ein gelber Pfeil. Show Advanced Options. Aha, war der da eben auch schon? Ach nee, das ist aber hier. Von den Bäumen. Furniture, Bed, aber hier ist jetzt kein Fall. Set High and Low Traffic Areas. Nee, das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Sorry. Finish Placing Structure. Ja, dann hört er auf. Da kann ich es wieder auswählen. Hier kann ich es auswählen. Und hier sind die Betten ausgewählt. Dann kriege ich dieses Fenster. Da kann ich das Select machen und dann kann ich ein Bett auswählen. Ich sehe keine Option, such mal gerade das Beste oder baue mal gerade das Beste aus. Wenn ich das wähle, nimmt er irgendeins. Tja, das war es dann wohl. Das kann ich jetzt aber nicht abbrechen, ne? Ah, Cancel Construction geht nur so. Dann ist das weg. Oder meinte Tante Mini beim Bauen. Dass wenn ich hier Betten auswähle. Add New Task. Und dann kann ich hier irgendwo auch ein Bett machen. Wo ist es denn jetzt? Ja, super, oder? Barrel, Bin. Hä? Jetzt ist schon so weit, dass ich das auch nicht mehr finde. Table, Stepladder, Spin. Habe ich das jetzt voll übersehen? Oder Make Display? Spike, Ball, Alter, Animal Trap, Armor Stand, Barrel, Bin, Blocks. Kein E dabei wie Bed. Cage, Casket, Chair, Chest, Crutch, Door. Ist der Hammer jetzt oder was? Boah, und hab voll den Frosch im Hals. Das kann jetzt hier nicht sein, oder? Da oben, Made Back. Make Bed. So, und hier sage ich ihm Make Bed. Und jetzt
Kann ich hier die Prioritäten ändern? Aber das ist hier alles nicht das, was ich brauche, ne? Ich kann jetzt hier natürlich, wenn hier Betten drin sind, die aber hier nicht mehr sind, doch da unten sind welche, könnte ich sagen, das schmeiß mal weg, weil es nicht gut genug ist, glaube ich, oder? Ein Carpenters Workshop. Ja, weiß ich nicht. Tja, keine Ahnung, da komme ich jetzt nicht mit. So, und dann wollte Tante Mimi auch noch wissen, wo der Hund geblieben ist. Und da liegt sein Korps. Skeleton liegt da. Das, oh. Ja, das kann ich jetzt immer noch nicht mit dem Dingens, ne? Das ist jetzt hier, der ist also hier. Da war er, ne? Ja, da ist der Hund leider gestorben und wahrscheinlich vom Wildschwein angegriffen. Und hier sind wir. Ja, jetzt habe ich wieder. Ja, drücken wir mal F1, dann kommen wir wieder dahin. Ach, ich müsste die Tastenbelegung vielleicht mal ändern, ne? Muss immer Steuerung drücken, damit ich reinzoomen kann. So, das ist ja auch schon voll, aber hier soll er ja weiter buddeln. Das will ich mal hoffen, macht er gleich auch. Lass mal gerade noch ein bisschen laufen. Jetzt haben die Betten, glaube ich, nicht genommen, oder? Ne, haben sie nicht genommen. Wir haben die Dimple Cups umgeändert, beziehungsweise Sweet Pots gemacht. Die sind hier auch noch angezeigt. Da auch. Barry Bush ist da, aber da gibt es ja auch keine Sweet Cups. Pots. Und da auch nicht. Barry Bush ist aber auch nicht das Richtige. Da wollte ich doch dann Plump Helmets machen, oder? Und da machen wir schon Plump Helmets. Okay, das ist erstmal gut, denke ich. Das läuft. So, hier hinten hat er auch schon ausgehöhlt. Vielleicht machen wir da noch einen Farmplot mehr hin, ne? Jetzt habe ich wieder vergessen, wo die Farmplots sind. Das war es auf jeden Fall nicht. Furniture. War das jetzt unter Workshops? Farming. Farmplot. Und den machen wir jetzt so. Der ist schon fertig dann. Und den machen wir jetzt mal so. Geht er auch so rum? Ja, gut. Und dann machen wir den noch dahin. Oh, jetzt habe ich den aus Versehen nicht dahin. Das passt aber alles. Ja, komm, das können wir. Ach so, kann man es auch machen. Okay, dann muss ich hier hinklicken, damit das klappt oder was? Nee, irgendwas ist da jetzt kaputt. So, ist aber auch erstmal genug. Hier unten ist schon ausgewählt. No Seeds mehr bei Sweet Pots. Okay. Plump Helmets machen wir da. Ich baue die jetzt erstmal einfach an. Gut. Und hier haben wir keine Seeds mehr. Dann machen wir da Dimple Cups. Dimple Cups und da auch Dimple Cups. Und da können wir sie auch nochmal machen. Jetzt habe ich sie erstmal gemacht und ist erstmal gut. So, hier mal Wheelbarrow. Schon reingemacht. Ja, und da müssen wir mal gucken, was wir an dem anderen machen. Hier ist das Lager voll. Eigentlich müsste er jetzt mal hier weiter aushöhlen gehen. So, hier sind denn jetzt schon Bäume gefällt worden? Ja, das heißt, wir können jetzt hier auch ein Sag schon, Armor Stand machen. Und ja, können wir zwei machen, glaube ich. Vielleicht drei? Komm, wir machen drei. So, und dann können wir noch überlegen. Barrel, Bin, Blocks, Bookcase. Chest brauchen wir vielleicht auch noch demnächst. Minecarts haben wir schon. Ne, brauchen wir noch nicht. Shield, Splint, Stepladder. Weapon Rack, da ist es. Und dann machen wir auch drei von.
Dann haben wir die auch. Und dann bauen wir die mal hier hin. Sind da schon welche jetzt fertig? Furniture. Ist ausgewählt oder ist es unter Military? Military ist das. Weapon Rack. Nee, hat er wohl noch nicht, ne? Jetzt hat das Spiel pausiert. Warum? Okay, das ist ja. Der ist ja gestorben. Das ist weg. You can recenter an certain announcement right click. Der ist ein Pflanzer geworden, okay. You can recenter. Okay, das hatten wir gerade. Needs lock, aber ich glaube, das ist schon alles durch jetzt, ne, oder? Warum hat er angehalten? Ich sehe jetzt hier nicht irgendwo ein Alert oder sowas noch. Hab ich aus Versehen irgendwo geklickt zum Anhalten? Ah, hier, das ist das Fenster, was das angehalten hat. Need weapon rack, make at the workshop first now. Okay, dann, ja. Auch sehr schön, dass das Fenster dann da erscheint. Und hier ist es ja. Okay, Armor Stand können wir als erstes dann machen. Eins. Ja, und hier sehe ich das auch wieder nicht, ne, oder? Mandelholz, Armor Stand. Ich habe keine Ahnung. Habe ich den Haken drin? Ja. Aber hier sind nur drei Punkte zum Suchen. Sonst sehe ich hier aber nichts, oder? Und dann brauchen wir jetzt, da haben wir schon Material ausgewählt. Jetzt gehen wir wieder nach Furniture, nach Military und nach. War das jetzt Weapon Rack? Ich glaube ja, ne? Okay, der dritte geht da natürlich nicht mehr hin, weil dann ist das Bett belegt. Ist aber auch nicht schlimm. Ah, der dritte ist noch nicht fertig. Den muss er noch basteln. Jetzt ist er da rausgegangen. Jetzt ist er bestimmt fertig, oder? Ja, passt. Gut, dann haben wir das da auch schon drin. Jetzt wären noch ein paar Kisten und sowas vielleicht und Schränke oder sowas interessant, oder? Ist auch schon alles hingemacht. Oder wir würden erstmal gucken, dass wir ein paar Waffen kriegen. Aber nee, das machen wir jetzt nicht. Jetzt lass uns mal eine Pause machen. Das läuft schon wieder zu lange, ne? So, hier sind schon ganz viele Sachen gemacht worden. Was war das hier? Craftsworks Workshop. Okay. Und da sind Lederhandschuhe drin. Stone Stockpile. Okay. Und hier ist die Distille. Da haben wir schon mal Bier drin. Das ist schon mal alles gut, ne? Ach so, wir hatten ja auch so ein ungefähr 200 Food haben wir und 300 Getränke. 70 Seeds. Fisch und Fleisch haben wir gar nichts. Pflanzen haben wir 200, Other haben wir 100. Okay, das war jetzt unser Herr von und zu Record Keeper, der das wusste, ne? Das ist unser Farmers Workshop. Und für das Farmers Workshop ist hier ein cooler cooles Lagerhaus. Allerdings bringt mir das da nichts. So, hier haben wir jetzt Dimple Cups drin, weil die Sweet Pots alle sind. Da auch. So, was wir noch machen können. Wie viel Holz haben wir? Okay, das ist das Holzlager, ne? Okay, da haben wir genug drin. Das ist erstmal gut. Das sind hier Reste. Coppermail Shirt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 und keiner hat sie an, oder was? Andesit Boulder. Warte mal, wir hatten auch was vom Eingang gesprochen, wollen wir auch noch ändern, ne? Ist das schon? Ah, ne, das passt ja schon. Okay. Gut, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.